Ey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Kappe vom PC mit einem neuen Video, wie jedes Mal. Diesmal habe ich was richtig Geiles gefunden. Ein Typen, der heißt Mit Kappe im Wald. Wie geil ist das denn? Pass auf, und jetzt hier habe ich ein Video. Das hört sich auch sieht gut aus. Steak and Beans and Bushcraft Fails. Ist das Deutsch, Englisch, weiß ich nicht. Ich mach mal. Ich guck mal erstmal. Ach, guck. Wie läuft der denn rum? Wie eine Schildkröte. Krass. Regnet das? Regnet das so krass? Nee. Noch nicht. Oder vielleicht gar nicht? Weiß ich nicht. Boah, was hat er dabei? Lol. Okay. Ah, guck. Oh. Das ist aber eine ganz geile Titelanimation. Steak and Beans and some Bushcraft Fails. Bin sehr gespannt. Keine Ahnung, was da kommt. Aber die Musik finde ich ganz gut. Passt auch. Oh, guck mal. Guck mal. So sieht es bei mir auch aus. Das ist doch alles halb tot. Siehst du? Da. Da ist er auch richtig. Oh ja. Oh ja. Da ist es kaputt. Da liegt was. Oh, das sieht aber wiederum ganz geil aus. Guck mal, richtig Moos. Mega. Sehr klein. Wer ist das? Schreibt es unten in die Kommentare. Es braucht ja nichts, Elix. Das sieht ja jeder. Nee, ach, guck mal. Was hat der denn da an? Alles. Pass auf, das sind von Savotta, die Beine ziehst. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich will mal nachgucken. Und Gamaschen und ein Poncho und ein Regenschutz für den Rucksack. Sehr krass. Sehr krass. Ein schönes Wäldchen, oder? Das ist doch echt. Ja, guck mal, netten Zoom eingebaut. Was ist das? Bisschen unscharf, oder? Ah, eine weiße Nacktschnecke. Habe ich auch noch nicht gesehen. Guck an. Oder freut er sich? Er freut sich. Finde ich gut. Finde ich gut. Mein Gott, was für eine Klamotte, ne? Oh, guck mal, Handschuhe. Das sind Hestra Feld Guide Gloves, glaube ich. Sehr geil. So, ist auch, guck mal, da war ein bisschen Regen war da drauf. Aber man sieht irgendwie nichts, ne? Ein bisschen peinlich irgendwie, ne? Fett in der Regenklamotte und dann ist da nichts. Hm. Guck mal. Ach, guck mal, Da ist ja hier Backpacker Wild, da ist ja alles dabei, ne? Die Axt. Okay, nee, hier, die Schweizer Armeedecke hat der nicht. Aber, das Trinksystem, ja. Das kenne ich auf jeden Fall. Und was ist für ein Rucksack? V2 ist Tasmanian Tiger. Was ist das? Sehen wir es schon? Hm. Könnten verschiedene sein. Ah, Elefantenhaut. Wer kennt sie nicht? Gute alte Elefantenhaut, oder die sieht eher neu aus, würde ich sagen. Ja, die ist sehr neu, oder? Mhm, da hat man nicht so viel mitgemacht. Aber das ist schon. Da sieht es schon feucht aus. Also, das finde ich schon richtig. Zack. Der ist aber ganz. Der riecht ganz gut. Ich weiß immer noch nicht, was zum Rucksack ist. Ah, Bundeswehr ist halt die Heringe. Heringe. Dann irgendein Pouch, keine Ahnung. Das ist doch wahrscheinlich ein Digitag, oder? Also 3x3 Meter, also kann auch ganz sein. Hatte ich da gerade noch was gesehen? War da gerade noch ein was von Carinthia dran? Oh, guck mal, der hat was vor, ne? Da sind mal ordentlich ein paar Paracord. Guck mal. Steht schon halb. Was wird das? A-Frame wahrscheinlich nicht. Ne, bräuchte die ja nicht. Sieht doch, das ist auf jeden Fall, dass die 3x3 Meter. Tausendmal gesehen. Mhm. Eben mal abgeknickt. Ne? Ich sag mal Prost. Inzwischen so. So, was macht er jetzt?
Abspann gehen. Okay, okay, okay. Jetzt kommen die guten. Die guten Bundeswehrheringe. Ja, die sind schon echt ordentlich. Aus Alu, ne? Ziemlich sehr, sehr stabil. Die finde ich schon gut. So, was haben wir jetzt? Oh, sieht doch ganz sehr nett aus. Schön, schön mit der Unschärfe und so. Also von der Qualität her kann ich jetzt nichts sagen. Sieht doch gut aus. Ne? Aber der anhat. Naja, gut. Mag vielleicht eklig und regnen, aber ich sehe das nicht. Wo regnet das denn? Keine Ahnung. Ja, guck mal. Und jetzt? Ah. Jetzt wird's. Und das Tarp. Ah, hör mal, das Tarp sieht gar nicht, das sieht gar nicht mal scheiße aus, oder? Das sieht doch echt ganz. Also irgendwie genug Platz. Der will, macht doch bestimmt einen Overnight oder was. Oder? Also so viel Gepäck. Was ist das? 30 Kilo oder was? Ach, guck mal. Ah, passt feiner. Passt. Ah, guck mal, da ist der Backpacker Wilderness Bett drauf. Und was hat er da noch? Ah, konnte ich nicht lesen. MH. Keine Ahnung, ich mal googeln. Okay, gut. Schweizer Armeedecke. Feines Teil. Der will auf jeden Fall da pennen. Das nimmst du ja nicht mit als Sitzkissen. Ist ja viel zu schwer. Völlig. Und dann diese Lederlappen. Ja, komm. Erstmal chillen. Ja, finde ich gut. Und die Gamasche, ne? Ja, guck mal. Ah! Geil, E-Zigarette. Cooler Typ. Gefällt mir. Aber ist ein geiles Wäldchen, oder? Das sieht auch schon geil aus. Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Ah. Oh, ich muss auch. So, sind wir da. Was geht ab? Okay, jetzt zieht er los. Oder? Was macht er? Erstmal Mützchen auf. Ich sehe das nicht regnen. Sieht man das? Keine Ahnung. Ah! Guck mal hier, Axt und keine Ahnung, was ist das andere? Fein. Birkenrinde, natürlich. Was sonst? Welches Bushcraft-Video hat keine Birkenrinde drin? Wobei die sah echt nass aus, aber mit der bestimmt schön trocken. Guck mal hier. Baum schon gefällt oder was? Nee. Okay. Ja, das Zeug ist ja alles. Das ist ja so viel tot. Es ist ja so viel tot von dem Nagel gehört. Okay. Was hat er denn da? Die Axt, Ball. Axt, Ball, was ist es? Weiß ich nicht. Wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Guck mal. Sieht gut aus. Jung, verletz dich nicht. Nö, sieht aber vernünftig aus. Ja, das sieht auch. Ah, ist das Hulterforce? Ja, ist gut. Keine schlechte. Ah, guck an. Das ist geil. Das ist hier Bügelsäge Agava Canyon Boreal 21. Ja, wobei die haben auch eine neue. Aber ja, die ist geil. Ist geil. Guck mal. Ah, was jetzt? Hängen geblieben. Was ich richtig geil finde an der, habe ich mal gelesen, ist, du hast ja ganz normale Sägeblätter. Na, du hast jetzt nicht irgendwelche super teuren Silky-Sägeblätter oder was, ne? Boah, muss ich jetzt hier. Ah, alles klar. Cool. Ich dachte schon, ich müsste jetzt mir angucken, wie den ganzen. Ah, cool. Das ist doch nett geschnitten. Ja, ist doch gut. Ah, ein paar schöne Stöckchen. Aber so lang wie die sind, auf jeden Fall Hobofeuer, oder? Das ist ja, man macht ja kein Lagerfeuer. Was soll das werden? Das ist auf jeden Fall klein. Hat irgendein Hobo dabei. Ja. Der wird er dabei haben, wahrscheinlich, ne? Wie jeder gute YouTuber hat er den, lass mal, Bushbox, irgendwie LF, XL, schauen wir mal. Ach, guck mal, das finde ich gut, den Trick. Das finde ich nicht schlecht. Da schön eingepackt, sieht ein bisschen dämlich aus, aber praktisch. So, ja. Da hat er. Aber hat noch nichts irgendwie weiter aufgebaut. Rucksack ist noch voll mit gefühlt 100 Kilo. Oh, die Mütze ist ein Vorklasse. Dicker Bock. So, was geht jetzt? Aha. Betonen, oder?
Ah, cooles Messer. Guck mal, das sah aber nett aus. Oh, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Was passiert jetzt? Oh Jott. Oh Jott. Oh Jott. Nee, Junge. Ah. Ja, das ist dann wohl der Bushcraft-Fail, oder? Ja? Ja, ist er. Okay, das ist auf jeden Fall einer. Was passiert jetzt? Okay, kommt wieder. Okay. Ah! Nee. Oder? Wissen wir, was er vorhat? Was wird das jetzt? Wohl ein längeres Stück dabei und ein kurzes. Bin ich gespannt. Genau, mach mal trocken. Soll dein Holz nass werden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, jetzt schauen wir mal. Und was passiert jetzt? Zack, zack, zack. Und ja. Hat einen Hebel. Ja, natürlich, okay. Kommt da vernünftig rein. Ja, oh. Ja, und unten ist gerade. Ist halt keine wackelige Sache, ist halt nicht abgerundet. Okay, das sah nicht super trocken aus, oder? Keine Ahnung. Wird schon passen. Jo, jo. Also eine richtige Baumscheibe wäre schon praktisch gewesen, ne? Ah ja. Da ist er fein am Vorbereiten. Gut. Sehr gut. Er macht das schon. So. Ja, kann man machen. Kann man machen. Aber sieht nett aus da. Könnte ich jetzt nicht sagen. So schön. Nass. Was passiert jetzt? So, Freiraum. Aber mach kein Lagerfeuer, oder? Packt jetzt irgendein Hobo aus, Feuerschale, Dämpfeinsatz, keine Ahnung, whatever. Ja, da, hab ich gesagt. Ja? Bushbox XL Titan. Ja, die Farben da, das ist bestimmt Titan. Teures Ding. Aber ich habe gehört, das soll ziemlich geil sein. Keine Ahnung. Schauen wir mal, es gibt viele. Guck mal. Ja, der bereitet sich jetzt vor. Gutes Feuer braucht gute Vorbereitung. Das habe ich mal gehört. Ja, ich kenne das. Ich kenne das ja auch alles nur aus den ganzen Videos und so. Ne? Also Bushcraft-Videos habe ich echt viel gesehen. No, und ich glaube, ich weiß schon, wie man das machen müsste dann. Ich werde das bestimmt auch mal irgendwann machen. Aber ganz geil. Ja. Bup, 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 bup. Halt hier. Was macht er? Verschiedene Häufchen oder was? Warum? Ach, wegen der Dicke. Ah ja, guck mal. Kleine, mittlere, größere. Ah, was ist das eigentlich? Was ist das? Leder? Lappen? Ich muss das mal gerade in der... Ich guck mal in der Videobeschreibung. Was ist das? Hulterforce Little Helper. Lederlappen. Okay. Aber sieht nice aus. Schön. So, ja, jetzt natürlich Klassiker Birkenrinde. Warum Birkenrinde? Weil da ätherische Öle drin sind und die sollten auch brennen, wenn es nass ist. Oder sollten generell gut brennen. Keine Ahnung. Okay, was macht er jetzt? Jetzt macht er schon ein bisschen was in den Hobo rein. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, wie macht das? Ich glaube, ich habe gesehen, am Messer war auch ein Feuerstahl dran. Oder? Mal gucken. Aber Feuerzeug würde es bestimmt nicht anmachen. Bup, 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 ja. Ah ja. Lass er hier ein bisschen aufrauen. Ich glaube, der Raum war so ein bisschen auf. Ja. Ja. Ist alles gut. Was sind also bisher? Was haben wir an Fails? Läuft rum wie eine Schildkröte in Plastik und es regnet nicht scheinbar, keine Ahnung. Oder wir sehen es nicht. Und hat mit dem Beton falsch angefangen. Okay, das sah wirklich ein bisschen, das war falsch. Aber das sieht doch alles sehr gut aus. So, alles schön vorbereitet, hat aber lange genug gedauert. Und jetzt? Ja,
Ja, das ist aus dem Messer, ne? Ja. Das müsste doch der aus der Scheide vom Messer sein. So, wie sieht's hier aus? Okay. Bist du schon soweit? Ja, ja, ja. Und? Ja, Vorbereitung ist alles. So, Vorbereitung ist alles, sagt man. Keine Ahnung. So, und? Ja, sieht noch nett aus. Ein paar schöne Funken und, na, okay. Bisschen kaputt gehauen. Und, obwohl, ja, jetzt macht das so. Ah, okay, das ist, okay. Jetzt ärgert er sich selbst, oder? Hä? Schon wieder leer? Hm. Okay. Ah, neuer Versuch. Was ist das? Oh. Wie heißt das? Feathersticks, oder? Gibt es ein deutsches Wort für? Keine Ahnung. Federstöckchen. Ja, ach ja, komm. Sieht doch nicht allzu schlecht aus, oder? Also ich glaube, ich würde normaler, sieht das manchmal mit längeren Stöcken, oder? So kleine Dinger. Ah, mach da ab. Ja. Ja, aber nicht das Holz trocken. Weil ich glaube, ja, sonst. Aber es bringt schon immer was, ne? Wenn das so dünn ist, die Oberfläche wird vergrößert. Das Messer scheint halbwegs scharf zu sein. Sieht aber echt nice aus, oder? Finde ich. Das Messer? Sieht doch gut aus. Mhm. Ja. Aber echt. Wie lange macht er jetzt schon? Wie lange versucht er jetzt schon Feuer zu machen? Okay. Was haben wir da? Eine Pouch. Die sieht aber eher selbstgemacht aus, ne? Komma. Was war das? Kerzenlaterne, oder? Habe ich nur. Ist doch hier so eine Uko. Gibt's auch gar nicht von jemandem. Ah, was haben wir da? Das sieht anders aus. Jo, Fetthut. Kienspan. Ne? Auch nicht selbst gesammelt. Also sieht's auch nicht aus. Weiß man nicht. Schauen wir mal. Okay, dann auch so ein bisschen kleine Shapings. Okay. So. Meine Güte. Das ist aber. Kannst du nicht ein Feuerzeug dran halten? Oder irgendwie hier so? Oder keine Ahnung, hat da jeder hier. Hier Vaseline, Watte oder. Was gibt's da noch? Was gibt's da noch? Hier diese Grillanzünder-Dinger sehe ich ständig. Wo du direkt die mit Wachs getränkt sind. Einfach Feuerzeug dran, fertig aus. Aber irgendwie. Okay, ist ja cool. Du willst halt irgendwie anders versuchen. Sieht zwar ein bisschen halbgar alles aus. Oh, das schöne Leder. Oh, tut mir jetzt aber leid. Naja. Wird's schon aushalten. Du willst jetzt aber ganz sicher sein, ne? So, und? Ja, jetzt der Moment der Wahrheit. Ja, ja, nein, ja, ja, nein. Was? Das gibt's ja gar nicht. Boah, muss ihn das jetzt nerven. Ja. Kamera nochmal umgestellt. Und? Ja, da brennt was. Okay, pass mal auf diesem Lederlappen ist das ja gar nicht so schlecht. Also, darfst du wahrscheinlich nicht zu lange brennen lassen. Aber jetzt, oh. Ernsthaft? Willst du das jetzt da reinkippen? Will er. Junge, du hast es jetzt brennen, mach keinen Scheiß. Okay. Scheint gut gegangen zu sein. Aber war aber ein Akt, ne? Also hat er sich wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Weil das ist auch alles irgendwie nass, ist es ja schon. Nass ist ja schon. Aber schöne Bilder. Finde ich gut, gefallen mir gut. So, was gibt's jetzt? Wasser? Nein. So, dreckige Tasse. Oh, guck, die ist aber groß. 700 Milliliter. Wässerchen rein. 500, halben Liter.
Was passiert? Was passiert? Wissen es nicht. Holz nachlegen. Und, ja Junge, ist ja mega wackelig. Boah, nachher kippt dir das da alles um und dann ist dein Feuer wieder aus. Brauchst du wieder eine halbe Stunde. So, was haben wir hier? Oh, guck mal, Windschutz, aber ist der, kann doch nicht so voll mit Ruß sein, oder? Den angesprüht. Sieht aber geil aus, finde ich. Sieht geil aus, weil normal gibt es die immer in diesem Silber oder halt, habe ich auch schon gesehen, lackiert. In Schwarz sieht aber auch irgendwie scheiße aus. Der sieht aber geil aus. Oh, feine Eisenpfanne. Feine Eisenpfanne, Standard-Eisenpfanne. Hier, was ist das? Stabiloderm Jägerpfanne. In klein. 21 cm. Alter! Okay, das ist mal ein Stück Fleisch. Jo. Okay. Respekt. Sehr gut. Wir kommen weiter. So, ach ja, aber Steak and Beans. War es ja. Habe ich ganz vergessen gehabt. Okay, weil wir bisher nur Bushcraft-Fails gesehen haben. Was hat er hier? Irgendwie ein... Weißt du, wie heißt das? Rub? Spice Rub? Meat Rub? Steak Rub? Keine Ahnung. Aber der packt ja echt ordentlich drauf. Ne? Das ist ja jetzt nicht mal eben Pfeffer und Salz würzen. Das ist ja ein Massieren. Ja, gut. Das doch. Nee, jetzt wird's gut. Feuer brennt, Steaks am Start. Wofür ist das Wasser? Wissen wir noch nicht. Stand nicht da. Da steht eh ziemlich wenig, aber müssen wir uns denken. Der redet ja auch nicht. Naja, muss er wissen, muss er hinkriegen. So, wo ist das Steak? Wo ist das Steak? So, dann macht er jetzt erstmal das Öl. Ja, okay. Ja, klar, muss heiß sein. Eisenpfanne muss heiß sein. Und, was haben wir? Ja, okay. Alter, super wackelig. Und dann noch mit so einer Wackelpfanne. Nein, hoffentlich passiert im Steak nichts. Hoffentlich passiert im Steak nichts. Junge, mach keinen Scheiß. So, schon heiß genug? Schon heiß genug? Na, schon heiß, es blubbert ein bisschen. Und, kein Stück. Überhaupt nicht heiß genug. Typ. Ja. Meine Güte, was soll schon passieren? Am Ende ist immer noch ein Stück Fleisch und wird wahrscheinlich trotzdem geil schmecken. Aber dieses Gewackel ist ja furchtbar. Keine Ahnung, muss ich irgendwas drunter legen? Oder hier hat da auch jeder so eine Lötmatte oder was? Ja. Oh, guck mal, schöne Holzschale. Gefällt mir auch. Die sehen bestimmt. Ah, guck mal, jetzt langsam passiert hier was. Jetzt wird Fleisch gebraten. Sehr schön. Was haben wir hier? Das ist ein Spork. Ein Göffel. Das ist doch auch, den kennen wir doch. Kann sie mal gleich nochmal bestimmt. Fein. So, was ist hier? Kätzchen. Ja, klar. Was sonst? Alles andere wäre Quatsch, ne? Okay, aber seht ihr das Loch? Seht ihr die Löcher da? Wofür sind die da? Ich glaube, das ist, glaube ich, da kannst du so ein Teil, wie heißt das? Fischmaulspreizer, kannst du so reinziehen, aber saudämliche Position, oder? Wenn du so ausgießt, dann läuft das immer halb an diesem Loch. Gekleckert, oder? Naja. So, hier passiert was. Und? Jo! Zu lang, oder? Und wackelt. Ja. Also, hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Ja, also schmeckt bestimmt auch geil, aber schon ein bisschen schade. Oh, guck mal das. Lässt dein Käffchen genießen, Prost, Junge. Hast du dir jetzt auch verdient. Boah, Leute, ich muss noch mal picken. Wie sieht's aus? Haben wir es verpasst? Süß da noch. So, ist leider ein bisschen schwarz, ne? Was soll man machen?
So, ist das Absicht so, die da so drauf zu legen? Das kann man doch so reinstecken, oder nicht? Diese hier bei der Bushbox, da, diese Stange da. Oder? Legt man die da drauf? Weiß ich nicht. Aber sehe ich alles. Mega Bug. Was gibt's jetzt? Oh, ach ja, Beans. War ja Steak and Beans. Und oh, guck mal hier, die guten Five Beans von Heiz, die sind wirklich, finde ich wirklich geil. Die, da sind so 5 verschiedene Bohnensorten drin, wobei du erkennst auch nicht alle, aber auch ein bisschen, weißt du, so wie Baked Beans und Kidney und die anderen kenne ich nicht, keine Ahnung. Aber finde ich auch, ehrlich gesagt, geiler als Baked Beans. Oh, Wackel kann ich, Wackel den, Wackelbox. So. Käffchen dazu, ein Steak, Bohnen, jo. Also ich würde sagen, noch Brot, aber muss jetzt glaube ich nicht, ne? Boah, guck mal, leck mich ab, das, wow. Ah, das ist aber auch irgendwie hier Ribeye Steak oder was? Also das ist ja richtig ordentlich fett. Da, ja, hat bestimmt auch kein Problem mit Cholesterin. Guck mal. Jute Beans. Aber irgendwie kriege ich Hunger. Irgendwie kriege ich Hunger. Sagen. Also, du kannst ja nirgendwo bestellen, ne? Guck mal. Das sieht doch lecker aus. Macht der. Also, er schneidet sich jetzt das in Stückchen oder was? Das Steak. Nee, wissen wir nicht, sehen wir nicht. Mach jetzt was. Ah ja, okay. Ja, mundgerechte Häppchen. Oh, Messer ableckern, wo sind wir denn hier? Irgendwas los? Und? Schmeckt? 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 Weiß ich nicht. Also schmeckt bestimmt geil. Aber ich konnte es jetzt nicht sehen. Irgendwie am Gesicht. Aber sieht geil aus, sehe ich auch sofort. Gas, Käffchen, Feuerchen. Gut, Regen wäre. Ja. Ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, sieht kalt aus, oder? Ja, hier. Oh, das hat er gut gemacht. Können wir machen. Ich finde den gut. Subscribe da hier, mach mal abonnieren. Und Glöckchen, ne? Nee, aber kann man machen. Also finde ich, sieht alles ganz gut aus. Ah, stellenweise ein bisschen langweilig, aber redet auch nicht. Aber ist ja auch nicht immer schlimm. Ne? Manche Leute brauchst du ja nicht reden hören, ne? Die wiederholen sich ja 5-mal in 3 Minuten. Also, weiß ich nicht. Nö, geile Bilder. Kann man machen. Finde ich. Ja. Okay. Voll dagegen gehauen. Okay. Ja. Nö, lecker zu essen. So, aber wir haben jetzt nicht mehr lange, ne? Was ist. Ist ja jetzt gleich vorbei. Warum hat er 30 Kilo dabei? Ah! Nee. Weil es so windig ist oder was? Okay, sieht aber auch. Sieht aber auch. Ja, das ist ein Wald. Guck mal, also da sind sehr viele kleine. Sehr viel Totholz, sehr viel umgefallene. Da siehst du auch schon teilweise. Da siehst du an der Seite, siehst du auch schon wieder ein paar Tote. Also ich sag mal, wenn da mal der Wind durchpfeift, ist schon scheiße. Na, guck mal. Ja, das ist auf jeden Fall ein Didi-Tab. Das sieht man aber. Aber den Aufbau finde ich ganz cool von dem Tab. Ja, okay. Was ist jetzt? Geht er jetzt nach Hause, oder? Ja, er hat nichts zum Aufgebaut. Aber hier, thanks. Thanks for watching. Ja, finde ich gut. Nee, kann man auf jeden Fall machen. Thanks. Nee, also, wie gesagt, ja, ein paar Fails dabei, aber ich finde, er gibt es ja zu. Schreibt es ja schon rein in seinen Titel. Nee, mach das mal. Also, guckt euch mal ein paar Videos von ihm an. Ne? Und klar, bei mir auch. Abonnieren, Glocke drücken, wie jede Woche neues Video. Ich gucke mir die geilsten Bushcraft-Videos an, die es gibt. Haut rein, macht's gut. Bam. Here is gossip. Man, all I hear is gossip. Yeah.